Ich warte hier jetzt gerade auf den guten Paul. Ja, ich befinde mich im Anflug. Der müsste hier gleich irgendwo droppen. Ich bin schon zwischen den Bäumen. Da bin ich. Ah, da kommt er. Hallihallo. Hallöchen. Hier sind ein paar Bären, komm mal her. Dann haben wir schon mal unser erstes Essen. Bist du hier? Ich sehe nur oberhalb von dir im Wald. Ja, ist da auch mehr. Ja, auch nicht. Komm mal her und schnapp dir mal ein paar Bären. Und wenn du die isst... Ja, ich hab an Bären gedacht. Nein, Bären. Ja, zum Paar Bären gleich, so viel Hunger habe ich jetzt auch wieder nicht. Das ist echt irgendein Tier oder sowas. Das ist ein Wildschwein. Ich hau das Wildschwein. Holy f***, das Wildschwein haut mich. Und es rennt weg. Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist, jetzt mit dem Wildschwein zu kämpfen, ehrlich gesagt. Okay, dann lass ich's halt. Ja, jetzt sind wir schon am Prügeln. Ich habe nur noch 11 HP, oh Gott. Ja, dann habe ich noch ganz 12. Jetzt habe ich noch 4. Ja, also theoretisch kriegst du durch Essen dann auch HP wieder. Aber ich kann immer nur eine Himbeere auf einmal essen. Jetzt ist mein Bauch voll. Ja, also mehr Himbeeren sind... Erkenne ich, die machen halt auch einfach satt, ne? Diese riesigen, gigantischen Beeren. Ja, hast du gesehen, wie groß die sind? Also bitte. Ich würde gern die Küste entlang ein bisschen einfach Landschaft erforschen und mal gucken. Ja. Wo wir unsere erste Hütte gleich hinpflanzen. Also, dann nehme ich mal meinen Hammer in die Hand. Fehlende Voraussetzungen. Ja, jetzt geht's ans Holzfarmen. Let's go. Au! Oh Gott, hier sind drei so Grayling. Aua, aua! Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Nein, lass mich. Holy shit-a-roni. Oh, ich bin tot. Oh nein, die zerstören unsere Sachen jetzt. Ich habe auch relativ viel Leben jetzt. Ich habe noch einen Pilz gefunden. Eigentlich könnten wir auch versuchen, sie zu bekämpfen. Eins ist tot. Jetzt werde ich auch noch von so kleinen Eidechsen verfolgt. Ach, ich wünsche dir eine Rage. Ah, na bitte, geht doch. Jetzt brauche ich wieder Holz. Fehlende Voraussetzung. Wo ist das Holz? Achtung, Baum fällt in deine Richtung. Oh! Entschuldigung. Ja. Okay, das finde ich ein sehr cooles System mit diesen. Dass die Bäume wirklich fallen. Alter Nala. Nala ist übrigens der Hund von Paul und ich vermute, er hat gerade fett einen fahren lassen. So wie ja. Also die liegt am anderen Ende des Raumes. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon ein, zwei Minuten her, dass die einen fahren lassen. Aber der füllt jetzt so langsam jede Pore meiner Wahrnehmung aus. Puh, Leute.
Aua. Der lag doch schon. Der ist nur ein bisschen gegen mich gerollt. 3 HP noch. So fett eine auf die Fresse. 1 HP noch. Okay. Der ist immer noch nur so ein bisschen hin und her gerollt und hat mich nochmal verletzt dabei. So, unsere Hütte mit Aussicht ist fertig. Ich glaube, nachdem wir jetzt einen Spawnpunkt und eine Hütte haben, was ist denn jetzt der nächste Plan? Was kann man denn, ich müsste mal gucken. Irgendwie besseres Equipment. Ja, genau, und dann Boss. So, Bogen, Lederweste. Okay, also wir müssen jetzt, glaube ich, Wildschweine verhauen. Da, Wildschwein. Warum kloppe ich eigentlich schon wieder Bäume? Ich will eigentlich... Au, 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 au. Das war knapp. So, ich werde jetzt mal Wildschweine suchen. Nochmal. Alte Inne, Reisender, du bist nun in der letzten und gesetzlosesten der 10 Welten angekommen. In Valheim ist die Luft rein, das Wasser tief und klar und die Wälder quellen über vor Reichtum. Hier gibt es Abenteuer, Freude und Ruhm zum Mitnehmen. Wildschwein! Ey, nicht wegrennen, Wildschwein! Wildschweine, ganz viele. Oh mein Gott, ja. Sowas habe ich doch gesucht. Sowas habe ich doch gesucht. Ich könnte auch irgendwann mal wieder was Sinnvolles machen, aber Bäume Domino macht schon Spaß. Ja. Also, ich habe jetzt 8 Lederreste, damit kann ich zumindest mal einen Bogen bauen.
Passieren Dinge? Aegthyr rallies the creatures of the forest, steht bei mir. Trau dich doch! Das war's wohl schon. Oh, ich hab gerade aus Versehen Hugin gehauen. Ich komme hier ums Eck und in der Entfernung erscheint einfach ein gerodeter Wald. Die Bäume liegen am Boden. Ja, ich hab da vielleicht ein bisschen übertrieben. Ey, ich hab's von der einen Seite gesehen und dachte so, okay, das sind viele Baumstämme. Dann gehe ich über die Kuppel drüber. Ja. Scheiße. So, jetzt kann ich auch einen Bogen machen. Genau, herstellen. Finally. Tag 5. Let's go. Dann zum Spawnpunkt, oder was? Ja. So. Ah. Guck mal. Ach du Scheiße. Och nö. Nein. Oh, Kacke. Denn die nächste Position vom Boss ist übers Wasser. Und das ist schlecht. Naja, wir können ja nicht unendlich schwimmen. Ja, aber wir können uns Floß bauen. Können wir das schon? Also ich hab's zumindest im Menü. Ja, dann... Bauen wir ein Floß. So, Floß ist gewassert. Lassen wir es einfach hier stehen. Ja. Passt. Ich habe nur jetzt viel mehr Leben als vorher. Ah. Weil ich überhaupt nicht in den Chat gucken musste, um festzustellen, dass ich was essen muss, sondern gerade einfach von ganz alleine dran gedacht habe. Okay. Ja, sollen wir? Probieren wir es mal. Schauen wir mal. Also. Ja, oder sollen wir warten, bis ich full heal bin? Ja, okay, nee, egal. Zu spät. Okay, was passiert jetzt? Jetzt geht's ab. Alles wackelt. Alles wird dunkel. Und es kommt böse Metal-Musik. Ehrlich? Ja, da hat so Rockmusik. Metal wird es jetzt nicht nennen. Bei mir kommt keine Musik. Warum kommt bei mir keine Musik? Vielleicht hast du Musik aus? Das ist ja uncool. Warte mal kurz, ich muss Musik anmachen. Der ist bei dir. Ah, jetzt. Der tötet dich. Ja, ich bin wieder da. Holy Fuckeroni. Der hat mich gerade einfach geblitzt. Aber wie sonst noch was? Ja, easy machen wir den. Ja, geht schon klar. Alleine ist es hart. Wow. Das kann ich mir vorstellen. Keine Ausdauer mehr. Das bringt ja auch noch Freunde mit. Ein Grauling. Piss dich. Ich verprügel ihn mit meiner Axt. Komm her. Baller dem einfach nur Pfeile rein. Oh oh. No. Ah, ich habe keine Ausdauer. Ich habe mich gerade gewundert, warum der den Bogen einfach wieder runternimmt.
Oh! Jawohl. Yes. Ich weiß nicht, ob wir ihn zweimal... Es kann sein, dass wir ihn zweimal rufen müssen. Damit du auch den Gegenstand kriegst. Hast du hartes Geweih bekommen? Ja. Zwei. Zwei? Ja. Ja, perfekt. War eine coole Runde. Ja, wir sind auch... Doch eigentlich auch ein guter Punkt zum Aufhören nach dem ersten Bus.